Hi, hier ist Carsten wieder, der Physio von Pino, und ich wollte euch ganz gerne mal den Umgang mit diesen Faszientools zeigen. Verschiedene Kurven, Möglichkeiten, um die als Therapieunterstützung zu nutzen. Ganz gut zum Beispiel an der Plantarfaszie die Kante aufsetzen und mit angepasstem Druck die Fußsohle ausarbeiten. Achtet immer darauf, dass es langsam macht. Die Variante kann man ganz gut für Fersenbehandlung und auch Achillessehnenbehandlung nutzen, die geholte Fläche für Muskulaturen, auch die Kante ist gut für Muskulaturen. Wenn man zum Beispiel tief in einem Septum arbeiten möchte und seinen eigenen Therapiedaumen zu schonen, nutze ich den Daumenverstärker, um jetzt da zum Beispiel in diesen verschiedenen Septen zu arbeiten. Ich kann es auch als Triggerstab nehmen oder ich nehme die zweite Variante. Es gibt noch ein kleineres Tool, hat auch nochmal einen Triggerpunkt und auch verschiedene Varianten, um kleinere und größere Muskeln zu behandeln. Insgesamt eine schöne Unterstützung, ersetzt natürlich nicht die Therapiehände, ganz klar. Ich palpiere vorher auch immer mit meiner eigenen Hand, nutze sie aber gerne in der Unterstützung. Wenn ihr damit Freude habt, Daumen hoch. Ansonsten bis zum nächsten Mal.